Dann heiße ich Sie und euch auch nochmal ganz herzlich willkommen hier zu unserem zweiten Nachmittagspanel auf der Translationale Berlin 2023. Willkommen hier im Kollegen Hungaricum und zu Hause oder wo auch immer im Stream. Ich freue mich sehr auf dieses Panel. Es ist eines der frühesten Panels, bei dem wir uns sicher waren im kuratorischen Team, dass wir es machen wollen. Sinn und Sinnlichkeit zur Kunst des literarischen Übersetzens. Wir sind also von den Maschinen gehen wir nun die rein in die Sinnlichkeit, in die Körperlichkeit, wenn man so will, in die natürliche Disposition des Menschen und seine kulturelle Überformung. Ich freue mich sehr, dass Lydia Dimitrov, Irina Bondas, Alexander Sitzmann, Andreas Jandl und unsere Moderatorin Dorota Stroinska hier sind. Und es ist mir eine Ehre, Dorota vorzustellen. Eigentlich ist das, sollte man sagen, hier überhaupt nicht nötig, denn sie ist eine der Gründerinnen der Translationale und war jetzt jedes Jahr im kuratorischen Team und hat sich auch mit dieser Veranstaltung ausgedacht. Dorota Stroinska ist Übersetzerin aus dem Polnischen und ins Polnische. Sie kommt ursprünglich aus Poznan, ist mit Anfang 20 nach Deutschland gezogen, hat viele Texte, Sachtexte, aber auch große belletristische Autorinnen und Autoren ins Polnische übersetzt. Karl Jaspers, Rüdiger Safranski, Lutz Seiler, Christian Kracht und andere. Und, das ist wirklich bemerkenswert, auch Texte ins Deutsche, aus dem Polnischen übersetzt, etwa ein Architekturbuch für Kinder, ein anderes Kinderbuch oder Wojciech Kutschows Drecksgeld zusammen mit Gabriele Leupold, die wie Dorota Stroinska auch in der Weltlesebühne tätig ist. Sie wurde mit dem Übersetzerpreis des Polnischen Übersetzerverbandes und mit dem Mitteleuropäischen Literaturpreis Angelus ausgezeichnet, hat vielfach unterrichtet, tut es auch weiterhin aktuell, glaube ich, an der Freien Universität Berlin. Und wir sind sehr froh, dass sie als Teil unseres Teams heute die Moderation dieses besonderen Panels übernimmt. Und insofern, stage is yours. Vielen Dank, Asmus, für die schöne Vorstellung. Und ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen bei unserer Veranstaltung, die wir uns so gedacht haben, dass wir weniger sprechen über das Übersetzen, sondern mehr das Übersetzen zeigen. Maschinen und KI sind in aller Munde. Wir hören, was sie alles können, wie effizient und störungsfrei ihre Triebwerke funktionieren. Zahlen, Vektoren, Algorithmen, die dem Prinzip einer binären Logik folgen und in Nullkommanichts Äquivalenzen, gleichwertigen Ersatz für grammatische Sätze bilden. Sie können Simulationsmodelle der Sprache erstellen, doch Sprache können sie nicht. Sprache verstanden als schöpferische, dynamische Kraft, die die Welt nicht nur benennt, zum Ausdruck bringt, sondern vielmehr sie mitgestaltet. Denn nicht nur wir sprechen die Sprache spricht auch uns. Interpretieren können Maschinen auch nicht. Sie haben keinen Charakter und keinen Sinn für Humor, begehen Fehler und wissen das nicht mal. Wir wollen aber heute nicht von Übersetzungsmaschinen sprechen, sondern von Menschen und davon, was sie alles können. Literarisches Übersetzen ist nämlich auch eine Lebensform, eine Art, in der Welt zu sein. Wenn wir den komplexen Prozess des Übersetzens als subjektive Erfahrung der Sprache, als sprachkünstlerische Praxis verstehen und als interpretierende, performative Kunst, als Aufführung eines Textes in einer anderen Sprache beschreiben, dann können wir auch nach der sinnlichen, nach der körperlichen Dimension unserer Arbeit fragen. Der Übersetzer, die Übersetzerin vollzieht durch das Nadelöhr der Sprache eine persönlich gefärbte Verwandlung. Das klingt alchemistisch und es ist auch ein bisschen so. Es ist irgendwie magisch und doch immer wieder erstaunlich, was möglich ist. Er oder sie nimmt das Original mit allen seinen, ihren Sinnen auf, bewegt es, entkleidet es seiner ursprünglichen sprachlichen Materialität und belebt es, verleiht ihm durch seine oder ihre Stimme, sein Ohr, ihr Auge, ihren Rhythmus,
eine neue körperliche Sprachgestalt, in der es ein neues Leben führen kann. Es lässt den Text in einem neuen Licht erscheinen. So, das heißt, nicht nur die Sprache ist unser Medium, auch die Menschen, die mit Sprache umgehen, die aus einer in die andere Sprache übersetzen, sind quasi auch wie Medien der Sprache. Welche Rolle nun spielen also beim Übersetzungsprozess die körperlichen, geistigen, aber auch seelischen Dispositionen, die subjektiven Faktoren also? Denn es ist offensichtlich, wenn wir übersetzen, sind Hand, Hirn, Herz dabei, sind fast alle Organe dabei, Bewegungs- wie auch Verdauungsorgane beteiligt, mischt unser Bewusstsein und unser Unbewusstes mit. Wir übersetzen mit all unserer Seele, unserer Lebendigkeit und Verletzlichkeit, mit Lust und Genuss, aber auch mit Schmerz und Erschrecken. Und auch mit Melancholie. Denn wir wissen, wenn wir scheitern. Aber jetzt, um Beckett hier zu zitieren, wir wissen auch, dass wir immer besser scheitern. Speicherorgan der Melancholie ist übrigens bei den alten Medizinern die Milz. Welche Rolle spielen also die Wahrnehmung und die Vorstellungskraft? Wie prägend sind unsere Lebenserfahrungen mit all ihren bewussten Erinnerungen und unbewussten Emotionen? Wie wirken unsere Leseerfahrungen und schließlich auch persönliche Spracherfahrung nach? In welchen Organen werden sie gespeichert? Beeinflussen sie die Wahl von unseren semantischen und syntaktischen und musikalischen Entscheidungen? Verändert das Übersetzen eines literarischen Textes das subjektive Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen der Übersetzenden selbst? Und wenn ja, auf welche Weise? Was macht schließlich ein persönlich und sprachlich neu gestalteter Text mit den Leserinnen und Lesern, mit Ihnen, liebes Publikum? Wie dieses komplexe Wahrnehmen und sprachschöpferische Verwandeln von menschlichen Erfahrungen und Geschichten von Menschen und für die Menschen aussehen kann, das erleben wir nun im vierstimmigen Chor der hier auf der Bühne anwesenden Übersetzerinnen und Übersetzer. Vier unterschiedliche übersetzerische Persönlichkeiten stellen an konkreten Beispielen den anschaulich den Übersetzungsprozess, aber auch seine Bedingungen jeweils individuell vor. Vorhang auf also für Irina Bondas, Übersetzerin aus dem Englischen, Ukrainischen und Russischen. Alexander Sitzmann, jetzt muss ich tief Atem holen, Übersetzer aus dem Bulgarischen, Makedonischen, Dänischen, Norwegischen, Isländischen, Schwedischen und Englischen. Lydia Dimitrov, Übersetzerin aus dem Französischen und aus dem Englischen. Und schließlich Andreas Jandl, Übersetzer französischsprachiger und englischsprachiger Literatur. Ich wollte nicht wiederholen, wie der Englischsprachige. Ja? Also herzlich willkommen. Bitte begrüßen Sie auch die Übersetzer. Übersetzende Menschen sind Anforderungen und Anfechtungen der Außenwelt ausgesetzt, die nicht immer ihnen zuträglich sind. Zumal, wenn sie sich im Spannungsfeld, ja im verminten Gelände bewegen, wenn in den Ländern, aus deren Sprachen Literaturen übersetzt werden, autoritäre, diktatorische Regime herrschen, wo Krieg und Gewalt herrschen, mit ihrer vereindeutigten und enthumanisierten Sprache. Doch was bedeutet das für das Übersetzen? Was macht der Krieg in den Texten? Der Krieg, der eigentlich nur die Syntax des Tötens kennt. Was macht es mit den Menschen, die diese Texte übersetzen?
Gerade arbeite ich an einer Übersetzung. Es ist ein Stück über den armenisch-georgischen Filmemacher Sergei Parajanov, der auch viel in der Ukraine gearbeitet hat und zweimal im Lager war, unter anderem für Homosexualität. Und das Stück greift viele Motive seines Werks auf, unter anderem auch aus dem Film Sayat Novar über den armenischen Dichter oder auch Schatten der vergessenen Ahnen nach einer ukrainischen Novelle oder auch die Legende der Festung Suram. Es gibt aber auch Motive des Künstlers Niko Pirosmani, zu dem Parajanov auch gearbeitet hat. Und es gibt Arien aus verschiedenen Opern, viele Gedichte von deren Entsprechungen ich finden muss. Es gibt natürlich verschiedene Übersetzungen. Und während ich daran arbeite, das ist mein Arbeitsplatz, das ist ein Bild von Niko Pirosmani. Und vor genau 4 Jahren war ich in Armenien im Museum von Parajanov. Und erst eine Woche bevor ich in Georgien angekommen bin, wurde Bergkarabach nach knapp 9 Monaten Blockade okkupiert und eingenommen von Aserbaidschan. Über 100.000 ArmenierInnen sind auf der Flucht. Nebenher versuche ich noch, Gedichte für eine Lesung aus dem Ukrainischen zu übersetzen. Und eigentlich sollte ich ja auch noch mein Beitrag für die Translation der Ich dachte ursprünglich, es würde sich anbieten, bei diesem Thema eine ausgeklügelte multimediale Performance zu machen. Mit allen Tools, die ich beherrsche, wenn eigentlich auch eher bescheiden. Aber dann beschloss ich eher umgekehrt, dass es konsequenter wäre, Ihnen, euch mit dem entgegenzutreten, was ich habe, ohne technische Hilfsmittel, so wie ich bin. Tatsächlich helfen Sie mir aber bei der Arbeit, die Online-Ressourcen, Transkriptionsprogramme, Sprachsynthese, Rechtschreibprüfung, DeepL. Aber ich kenne die Möglichkeiten von KI oder Technologie an sich nur begrenzt und finde es müßig, über die Auswirkungen davon zu spekulieren. Ein sehr empfehlenswerter Film dazu ist übrigens Isabel Willingers Doku High AI von 2019. Ich habe hier mal das Plakat abgemalt. Und dieser Film, diese Doku setzt sich nicht nur damit auseinander, wie wir Maschinen in unserem Umgang mit ihnen vermenschlichen, sondern auch umgekehrt, wie wir Umgangsformen von ihnen erlernen. Allerdings würde ich vermuten, dass bald ein Großteil meiner Arbeit maschinell erledigt werden kann oder wird, weil es schneller geht und günstiger ist. Und wie die Chefin einer Freundin in einer Übersetzungsagentur zu ihr mal gesagt hat, Qualität ist das, was dem Kunden reicht. Ich glaube, sinnvoller wäre es, nicht über die künstliche Intelligenz zu reden, sondern über die menschliche. Eine, die sich nicht mutmaßlich objektiv in Quotienten messen lässt. Eine, die uns ausmacht. Ich nehme an, diese Intelligenz setzt sich zusammen aus verschiedenen Faktoren, körperlich und emotional, also Erfahrungen und den Umgang damit, die Veranlagung, eine Haltung,
die Art, zwischen diesen Faktoren auszuwählen, sie zu priorisieren, sie zu verknüpfen, daraus Brücken zu bauen, über tiefe Abgründe, wenn es sein muss, und manchmal auch sich auf Irrwegen zu verrennen, umzukehren, aufzugeben. Bei vielen meiner Aufträge ist diese Art von Intelligenz nicht unbedingt vorrangig gefragt. Wenn ich Stunden an Filmmaterial übersetze, das zu einem 2-Minuten-Beitrag eingedampft wird, nachts ein komplett umgeschriebenes Theaterstück vor der Premiere, Übertitel, halbfertige Artikel kurz vor Redaktionsschluss in ein schlüssiges Deutsch bringen muss oder Lyrikübersetzungen für ein Festival liefern soll, das in 2 Wochen stattfindet. In diesen Situationen muss ich liefern. Betriebsstörungen auf meiner Seite sind nicht vorgesehen. Dieser Anspruch ist nicht immer zu halten. Vor allem nicht, wenn einem das Übersetzen durch den Inhalt oder die Situation, aus dem heraus es geschieht, unter die Haut, durch Mark und Bein geht. Das Übersetzen mit meinen Arbeitssprachen und vermutlich mit jeder Sprache bedeutete schon immer ein Spurenlesen. Spuren von zersetzender Gewalt und biografischen und kollektiven Brüchen. Den Negativerfahrungen, wie Walaam Shalaam auf seine Lagererfahrung bezeichnet, Erfahrungen, die keinen Menschen besser oder stärker machen. Und Spuren der immensen schöpferischen Kräfte zur Bewältigung dieser Erfahrungen. Sicher können auch Kriege oder Terror jeder Art solchen negativen Erfahrungen zugeordnet werden. Seit jeher literarische Topoi. Und trotz des metaphorischen Potenzials aus einem zeitlich-räumlich-medialen Sicherheitsabstand heraus nicht minder prosaisch, nicht minder zersetzend, wenn sie konkret zum Alltag, ja, zum Arbeitsalltag werden. Und auch in dieser Situation wird darauf vertraut, dass wir liefern. Die Risse in gegenseitigen Verständniskitten, die in stehenden Leerstellen in einer Sprache überbrücken, die nicht genügt. Das Kaputte daran reparieren. Im besten Fall dürfen wir noch was Schlaues dazu sagen, aber nicht selbst daran kaputt gehen. Das ist nur folgerichtig, und dabei ist nur folgerichtig, dass Worte nicht nur Macht, sondern auch einen Preis haben. Übersetzen bedeutet auch schwere Arbeit, Care-Arbeit, aber selten Self-Care-Arbeit. Seit dem 24. Februar 2022 befinde ich mich auch beruflich unentwegt im Ausnahmezustand. Und bei den damit verbundenen Herausforderungen, der Verantwortung gegenüber denen, die auf meine Arbeit angewiesen zu sein scheinen, habe ich gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass gerade im Kulturbereich nicht jeder Auftraggeber, nicht jede Kollegin Verständnis für andere Prioritäten als ihre eigenen Projekte hatte oder auch schlicht für Kräfte- und Zeitmangel. Deadlines waren nicht aufzuschieben. Auskünfte und Hinweise wurden dringend benötigt, Freundschaftsdienste erwartet. Möglicherweise, weil nahezu der gesamte Kulturbetrieb unabhängig von Katastrophen und Krisen unter akutem Produktionsdruck zu stehen scheint. Schade, dass wir in dieser Hinsicht keine Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen haben. Selbst bei mancherlei solidarischen Projekten hielt sich die Solidarität den Übersetzenden gegenüber im Rahmen. Unter den Ausnahmen war natürlich die Lesereihe Übersetzen im Krieg, der Translationale in Zusammenarbeit mit dem Translatorium. Und ich glaube, es ist schon unschwer an dem Titel zu erkennen. Aber dass beispielsweise die Übersetzung von dokumentarischen Stücken zu Folter, sexualisierter Gewalt und anderen Kriegstraumata, die sich in Echtzeit ereignen, unter Zeitnot und gleichzeitig mit den höchsten Ansprüchen an die sprachliche Qualität auch eine Übersetzerin an den Rand der Erschöpfung und der Verzweiflung treiben kann, blieb höchstens Randnotiz. Als ich mit einer Kollegin aus dem Theaterbereich darüber sprach, wie mich dieser Arbeitsmodus seelisch belastet, erfuhr ich, dass sich ein Kollege 2015 nach gehäuften Übersetzungsaufträgen von Stücken zur Flucht aufgrund seiner biografischen Erfahrung gezwungen sah, mit dem Übersetzen aufzuhören.
ist es da nicht sinnvoller, Maschinen für Arbeit einzusetzen, an denen Menschen zerbrechen können? Es kann nicht darum gehen, solche Art von seelischen Härtetests zur Bedingung unserer Arbeit, unserer Tätigkeit zu machen. Unser eigenes Verständnis von Kapitalität ist gekoppelt an das reibungslose Liefern von Produkten. Wir definieren unsere Leistung durch Funktion. Betriebsstörungen sind nicht vorgesehen. Und wir sollen keine Fehler dabei machen. Sie mindern unseren Wert als Expertinnen, als Profis, vielleicht auch als Menschen. Selbst die KI wurde lange auf Grundlage ihrer Fehleranfälligkeit kritisiert. Wir messen uns mit Parametern von Maschinen. Ist es dann nicht eine Frage der Zeit, bis Maschinen uns überbieten, aus unseren Fehlern lernen, wie wir es nie tun können? Nicht die Settings unserer Arbeitsgeräte sind das Problem, sondern unsere eigene Einstellung zur Arbeit. Unsere eigene Nachlässigkeit der menschlichen Intelligenz gegenüber, die so viel mehr ausmacht als die Intellektualisierung und Rationalisierung von Erfahrungen und Ereignissen oder die Kontrolle von Gefühlen, die so viel mehr ist als Denken. Was wäre also ein Gegenentwurf? Vielleicht sollten wir Funktion und Leistung als quantitativ messbares Produkt getrost den Maschinen überlassen. Vielleicht sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, was uns ausmacht, und weniger psychische Ressourcen in Digitalisierung investieren. Vielleicht sollten wir uns etwas mehr weigern, zu funktionieren, Produkte zu liefern. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr Betriebsstörungen und Fehleranfälligkeit erlauben. Ein bisschen mehr Deutsche Bahn sein. Danke sehr. Vielen Dank, Irina. Den Text von Irina lassen wir jetzt auf Sie einwirken. Und wir gehen zu Alexander. Jedes Übersetzen ist, mit Walter Benjamin gesagt, ein Niederreißen der morschen Schranken der eigenen Sprache. Man muss das Echo des Originals in der eigenen Sprache erwecken, und zwar je verschieden. Darum besaß Peter Orban, der große Übersetzer russischer, serbischer und tschechischer Literatur, für jeden Autor, den er übersetzte, einen eigenen Schreibtisch. Hast du, Alexander, auch für alle Sprachen, aus denen du übersetzt, also wenn ich war nie gut in Mathe, aber ich glaube, 6 habe ich aufgeschnappt, hast du also für alle diese Sprachen jeweils einen eigenen Schreibtisch? Dänisches Design, bulgarisches Lindenholztisch, makedonisches Stehpult? Absolut, nein, du weißt ja, wie gut wir in unserem Beruf verdienen. Also wir können uns kaum retten vor Geld. Dementsprechend lebe ich natürlich auf einem riesigen Anwesen in Wien und habe nicht nur für jede Sprache einen Schreibtisch, sondern ein eigenes Haus. Nein, die Schreibtische sind irgendwo da oben drin, kommen auch ab und zu durcheinander. Das, was auf den Schreibtischen liegt, kommt auch ab und zu durcheinander. Ich glaube, das gehört so. Das ist so. Man sagt ja in Wien am Rennweg, also im 3. Bezirk fängt der Balkan an. Ich bin da nicht ganz so überzeugt, aber das hat schon so ein bisschen was davon. Gut, dann wir hören dich jetzt sehr gerne und dir zu. Ja, wie gehst du an die Übersetzungsarbeit dann ran? Meistens spontan und unter Zeitdruck, aber das bunte Bild, ich werde jetzt alle duzen, weil unter Literaturübersetzern duzen wir uns, und wer hier keine Literatur übersetzt, ist in diesem geschlossenen Raum heute Literaturübersetzer ehrenhalber, da muss ich mir nicht so viele Gedanken machen. Also dieses bunte Bild, was hinter mir an der Wand prangt, ist das Cover
des Buches, über das ich heute unter anderem auch ein wenig sprechen werde. Aber es ist auch ein bisschen ein Kontrast zu der grauen Theorie, mit der ich diese kleine Vorlesung, werde ich es mal taufen, beginnen werde. Ist keine Sorge, ist nicht schlimm. Also bevor wir zu den Angestellten kommen, möchte ich einfach mal zwei Aspekte, die ich mir so rausgepickt habe, beim Übersetzen von Literatur benennen und ansprechen. Und heute geht es insbesondere um das Übersetzen von Prosa. Lyrik ist ein komplett anderes Thema. Und diese zwei Aspekte, die für mich neben vielen, vielen anderen Aspekten von Bedeutung sind und die bis zu einem gewissen Grad, würde ich behaupten, mein Verhältnis zur Sprache, zur Literatur, zu meinem Beruf, zu dieser Kunstform, interpretierenden Kunstform, literarisches Übersetzen prägen, definieren, wären zum einen, ich hatte schon immer das Gefühl, dass das Übersetzen eine ganz eigene Art ist, die Welt zu sehen. Und mit sehen meine ich wirklich sinnlich erfahren, auf einer intimen Ebene erfahren. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Also nur um diese sieben Sprachen ein bisschen zu relativieren. Erstens ähneln sich die alle und zweitens zwei davon, Deutsch und Bulgarisch, sind meine Muttersprachen. Wenn also jetzt Irina dann sehr, sehr skeptisch guckt bei meinen nächsten Ausführungen oder Andreas lacht oder Lydia irgendwie komplett verdattert schaut, dann liegt es vielleicht doch an der Zweisprachigkeit und nicht so sehr am Übersetzen. Zum anderen ist entscheidend für mich in diesem Beruf, dass ich eine gewisse Neugier auf die Texte, auf die Bücher, auf die Autoren habe, mit denen ich zu tun habe. Ich möchte gerne eine gewisse Spannung empfinden. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich gerne lese. Das ist der Grund, warum wir alle gerne lesen. Meines Wissens kann eine KI noch keine Neugier entwickeln. Sie besitzt in dem Sinn keinen Appetit. Man kann sie einfach nur bis oben hin füttern und immer weiter, solange sie halt Speicherplatz hat. Der Vorteil bei der KI ist wahrscheinlich, dass die KI nie enttäuscht ist und dass sich die KI nie über die Autorinnen und Autoren ärgern muss. Tun wir natürlich auch ganz selten, ganz, ganz selten, ganz besonders ich. Jetzt aber zur grauen Theorie. So grau ist sie nicht. Wenn wir schon mal in Berlin sind, im Zentrum von Preußen, dann möchte ich mit einem Paradepreußen beginnen. Man merkt schon, ich komme so von südlich des Weißwurst-Äquators, Schwabe, der in 27 Jahre in Wien lebt, das prägt. Und so ein Paradepreuße ist eben Wilhelm von Humboldt. Der hat in den 1830er Jahren ein Werk geschrieben über die Kavi-Sprache auf der Insel Java. Und von diesem Werk ist eigentlich nur die Einleitung berühmt und bekannt geworden. Und diese Einleitung ist übrigens um die 130 Seiten dick. Ich weiß nicht, wie dick der Rest ist. Ich habe ihn nie gelesen. Und diese Einleitung heißt über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus. Und dort sagt er, Zitat, durch die gegenseitige Abhängigkeit des Gedankens und des Wortes voneinander leuchtet es klar ein, dass die Sprachen, notabene die Sprachen, also nicht abstrakt, sondern wirklich die real existierenden Sprachen, nicht eigentlich Mittel sind, die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern weit mehr, die vorher unerkannte zu entdecken. Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schellen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst. Zitat Ende. Weltansichten, sage ich gleich, sind keine Weltanschauungen. Das wird leider des Öfteren, wie so manch anderes bei Humboldt, fehlinterpretiert. Man sieht die Welt also so nach Humboldt, wie es einem die Sprache, die man spricht, die man verwendet, erlaubt. Aus dieser These, die inzwischen immerhin schon, jetzt muss ich selber rechnen, fast 200 Jahre alt ist, 193 Jahre alt ist, haben sich natürlich zahlreiche Konsequenzen ergeben. Wir haben da auch den Bereich der Nationalsprachen. Humboldt hat ja im Prinzip das Prinzip der Diversität gepredigt, nicht so wie wir heutzutage mit Homi Baba dann von kultureller Differenz sprechen. Und war immer der Meinung, man müsse aus seinem Kulturkreis heraustreten, um andere Kulturkreise kennenzulernen. Und deswegen ist Mehrsprachigkeit ein hohes Gut in seinen Augen. Selber Humboldt hat natürlich auch geglaubt, dass Männer und Frauen aus anthropologischen Gründen verschieden sprechen. Also da steckt die Genderlinguistik bei Humboldt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Diese These ist aber auch Grundlage für das sogenannte sprachliche Relativitätsprinzip. Es gibt da die berühmte Sapir-Whorf-Hypothese, also wer mal ein bisschen Philologie studiert hat, hat mit Sicherheit diese Namen gehört, oder Franz Boas. Die letzten Endes davon ausgehen, dass die
Kategorisierung der Welt abhängig ist von der Sprache, die man spricht. Mittlerweile sind wir zu dem Punkt geraten, wo wir sagen können, also es ist offenbar ein interaktives Prinzip. Das heißt, die Welt prägt natürlich die Sprachsysteme, die wir verwenden, aber unsere Sicht auf die Welt ist wiederum durch die Sprachsysteme, die wir verwenden, ebenso geprägt. Das heißt also, Sprache ist auf jeden Fall, und das ist jetzt noch vor Humboldt letzten Endes, das ist irgendwo zwischen Kant und Humboldt, ist Sprache einfach entscheidend für die Wahrnehmung der Welt. Oder mit anderen Worten, wenn ich übersetze, wenn ich zwischen verschiedenen Sprachen mich bewege, dann bewege ich mich zwischen verschiedenen Weltansichten, wie er das nennt. Und manchmal, das sind meistens nur sehr geringe Verschiebungen, weil natürlich die Sprachen, die ich übersetze, alle doch mehr oder weniger ein und demselben Großkulturraum entstammen. Aber manchmal ergeben sich so minimale Verschiebungen in meiner Wahrnehmung der Welt, in meiner Wahrnehmung des Textes, an dem ich arbeite, und in wirklich zugegebenermaßen seltenen Fällen kann es dann passieren, dass ich mich in der Sprache, und zwar in meiner Muttersprache, in beiden, plötzlich fremd fühle. Auch dafür hat Humboldt übrigens ein schönes Zitat. Zitat: erst im Individuum erhält die Sprache ihre letzte Bestimmtheit. Alles Verstehen ist daher immer zugleich ein Nichtverstehen. Zitat Ende. Es ist relativ tröstlich, zumal für Übersetzer, wenn man mal vor so einem Text sitzt und sich fragt, was wollte uns der Autor damit sagen? Der zweite Theoretiker und der zweite Forscher und Denker, der mich geprägt hat und der von Bedeutung für meine Arbeit ist, ist Roland Barthes. Ich sagte ja, dass Neugierde für mich und Spannung für mich ganz entscheidend sind bei dieser Arbeit. Sie treiben mich sozusagen an, abgesehen natürlich von der wahnsinnig guten Bezahlung, von dem unglaublichen Ruhm, den man einheimst, und den nahenden Deadlines, die treiben am meisten. Einen Text zu übersetzen bedeutet ja grundsätzlich auch, den Text zu analysieren, aus naheliegenden Gründen. Und es gibt Kollegen, die setzen sich, bevor sie einen Text übersetzen, hin, die lesen das komplette Werk, die machen sich schon vorher Gedanken, die streichen Dinge mit Textmarkern an, die arbeiten die Struktur heraus. Und das ist eine tolle Sache, das macht auch Spaß, kein Witz. Also, aber als Literaturwissenschaftler, wenn ich danach noch den Text übersetzen müsste, dann wird mir leider langweilig, weil ich weiß ja schon, wie es weitergeht, ich weiß schon, wie es endet. Es bedeutet übrigens nicht, dass ich die Bücher oder die Texte, die ich übersetze, vorher überhaupt nicht anschaue. Also ich lese schon ein bisschen rein, aber ich vertraue dann ganz naiv darauf, dass man ja so gut wie alles übersetzen kann. Das wäre Thema für eine andere Diskussion. Aber zu meinem Glück bin ich während meines Studiums über eine sehr schöne Analyse einer Erzählung von Edgar Allan Poe gestolpert, durchgeführt von Roland Barthes. Wir schreiben das Jahr 1973 und alle Welt, und damit meine ich alle Welt im Bereich des Strukturalismus, ist ganz darauf erpicht, Texte zu analysieren und nach Möglichkeit in irgendwelche Formeln zu packen. Das beginnt schon sehr viel früher, 1928, mit Propp und seiner Morphologie des Märchens. Und später kommen wir dann zu Greimas, 1966 mit dem Aktantenmodell, und dann Tsvetan Todorov, ganz faszinierend, die Grammaire du Decameron, 1969. Und alle diese sogenannten strukturalen Analysen trachten danach, irgendwie ein formales, narratives Modell aufzubauen, von dem ausgehend man dann die Abweichungen analysieren kann. Das ist so typisch strukturalistisch. Interessant wird es eigentlich erst, wenn die Struktur gebrochen wird. Und ich habe damals alles Mögliche verschlungen. Ich war auch noch nicht so ganz sicher, werde ich Sprachwissenschaftler, werde ich Literaturwissenschaftler, am Schluss wurde ich Übersetzer. Und Roland Barthes hat den Text eben nicht als fertiges, als abgeschlossenes Produkt betrachtet, sondern als etwas, was im Entstehen begriffen ist. Da spielt natürlich auch Intertextualität eine entscheidende Rolle. Und Barthes Textanalyse, die er schon 1970 in wesentlich größerem Umfang in SZ, einem Text von Honoré de Balzac, durchgeführt hat, fokussiert also nicht darauf, wie der Text strukturiert ist als fertiges Ganzes, sondern sie fokussiert auf eine mobile Strukturierung. Sie zeigt auf, wie der Text sozusagen entsteht, wie der Text aufbricht, wie er auseinanderfällt. Sie ist letztlich ein Leseprozess oder an den Leseprozess angelehnt. Sie ist zugegebenermaßen subjektiv, sieht den Text aber als offenes Gebilde, das mit der ihn umgebenden Welt kommuniziert. Und insbesondere Letzteres scheint mir sehr, sehr gut auf Übersetzungen zu passen.
denn wir verpflanzen einen Text auch in eine andere Umgebung und auch dort wird er und muss er mit seiner Umgebung kommunizieren. Und generell kommt mir eben diese Art der Arbeit entgegen. Das heißt, während ich den Text übersetze, lese ich ihn letzten Endes auch zum ersten Mal. Ich lasse mich von dem Text leiten, ich lasse mich von dem Text überraschen, ich behalte sozusagen die Spannung bei. Mag sein, dass ich öfter vor- und zurückspringen muss, dass ich auf Seite 736 feststelle, dass auf Seite 236 was ganz anderes gemeint war. Das ist Pech, da sind die, die es vorher schon analysiert haben, wahrscheinlich eine Idee schneller. Aber ich glaube, insgesamt schenkt es sich nicht und mir macht es bei der Arbeit einfach wesentlich mehr Spaß. Das ist so der bittere, bittere Theorieteil. Und das musst du sagen, bin ich schon über die Zeit. Oh. Gut, dann machen wir das relativ schnell. Also Olga Rauns, die Angestellten. Ja. Olga Rauns, die Angestellten, inhaltlich, ist schnell erzählt. Wir befinden uns auf dem sogenannten 6000er-Schiff, bevölkert von zur Hälfte Humanoiden, zur Hälfte Menschen. Das Ganze ist irgendein Projekt in einem abgeschlossenen Raum, bei dem es maßgeblich um Produktivität geht. Deswegen auch der Untertitel, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert. Ich kann so viel sagen, ohne die Spannung zu zerstören, dass in diesem Experiment am Schluss Dinge passieren, die das ganze Experiment zum Scheitern bringen. Es ist kein Roman im klassischen Sinne, sondern es ist ein Roman, der ist aufgebaut aus Zeugenaussagen, so wie diese, die ist jetzt sehr kurz. Mein Körper ist nicht wie eure, das kann sein, dass das vielleicht, also es könnte ein Androide sein, das könnte auch ein Mensch sein, es könnte auch ein Übersetzer sein. Letzten Endes baut sich die ganze Geschichte aus diesen Fragmenten zusammen, die sehen verschieden aus. Ich träumte, dass ich mein Kleid brate. Es fühlt sich gut an, einen Menschen zu töten. Also es ist ein Text, der erst durch das Lesen des Textes und durch das Zusammenfügen der Einzelteile entsteht. Ich ziehe mir irgendwie die ganze Zeit das Mikro vom Kopf. Das ist also mobile Strukturierung par excellence eigentlich. Die Besatzung dieses Schiffes trifft auf einem Planeten ein, der wenig fantasiereich Neuentdeckung heißt und trifft dort auf Objekte, die ganz merkwürdige Dinge mit der Besatzung machen. Was für Objekte das genau sind, ist schwer zu sagen, ob das jetzt Lebensformen sind oder nicht. Die pulsieren, die leuchten, die legen zum Teil auch Eier. Das war nach unten. Und wenn man dieses Buch beginnt, dann kommt man zuerst auf diese Danksagung am Anfang, nämlich mein Dank gilt dieser Künstlerin, ohne die dieses Buch gar nicht möglich gewesen wäre. Meine Studierenden wissen natürlich genau, wenn so eine Danksagung, ein Motto, ein Zitat, was auch immer am Anfang steht, dann lohnt es sich für gewöhnlich, dem nachzugehen. Und ich habe das in diesem Fall nicht getan, aus verschiedenen Gründen. Mir war schon klar, dass diese Kunstwerke mit diesen Objekten im Buch korrespondieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kunstwerke nicht außerirdischen Ursprungs sind, sondern in Kopenhagen in einer Ausstellungshalle stehen. Und ich wollte nichts beschreiben, ich übersetze einen Text, das heißt, es geht um Sprache, es geht um Klang. Dementsprechend habe ich diese Objekte wirklich ignoriert und vor allem wollte ich mir irgendwie auch den Spaß am herausfinden, wie solche Dinge aussehen könnten und am Ende vergleichen, ob meine Übersetzung Ähnlichkeit hat mit diesen Objekten, nicht verderben. Dementsprechend habe ich sie mir erst am Schluss angeschaut, natürlich in dem Wissen, dass ich notfalls immer noch was anpassen kann. Und ich zeige euch jetzt einfach nur so ganz schnell, also das könnte dieses Raumschiff von innen sein. Es gibt dann Textausschnitte, wie zum Beispiel hier, Kadett 12 trägt eine Kopfbedeckung. Das wäre das korrespondierende Objekt. Ich weiß nicht so genau, was die auf diesem Raumschiff arbeiten, ob das ein riesiger SM-Club ist oder was auch immer. Ganz ehrlich, so habe ich mir es ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Dann gibt es in diesen Räumen 19 Gegenstände, darunter Biodraperien, auch das ist relativ schwer vorzustellen, das sind diese beleuchteten Dinge. Und als letztes vielleicht noch, diese Objekte können offenbar Eier legen. Ich vermute, dass das Blaue auf dem Gelben, auf dem rosa Untergrund so ein Ei ist, das beim Herunterfallen aufgeplatzt ist. Seit dieses Buch erschienen ist, also wir haben jetzt erstmal sozusagen meine Schwierigkeiten mit dem Sehsinn und dem Ausblenden des Sehsinns, weil ich ja eigentlich Text übersetze, haben sich einige Dinge getan. Im Januar wird es jetzt eine Inszenierung
dieses Buches geben in Wien am Volkstheater durch Alexander Giesche. Und er hat dem Ganzen statt eben den Untertitel Ein Roman, hat er dem Ganzen den Untertitel gegeben Ein Visual Poem über Arbeit im 22. Jahrhundert. Und das finde ich sehr faszinierend, weil dieses Buch natürlich wahnsinnig viele Bilder hergibt. Das beginnt bei dem gebratenen Kleid und geht bis zu dem Ei. Ich habe dieses Buch tatsächlich immer als Hörspiel empfunden, auch weil natürlich diese Zeugenaussagen auf Tonband aufgenommen sind. Und ich bin sehr gespannt, wie die Diskrepanz sein wird von jemandem, der das Ganze als Bilderbuch sozusagen liest, zu meiner Wahrnehmung als Hörbuch. Wer am 26.01. in Wien ist, da ist Premiere. Ich glaube, das war so ungefähr im Zeitrahmen. Du hast über das Ohr gesprochen, Hörspiel, Effekt, wenn du einen Text übersetzt. Und wir gehen jetzt weiter mit sinnlichen Wahrnehmungen. Und das heißt, eine sinnliche Wahrnehmung können wir irgendwie festhalten, gehört einfach zum Übersetzungsarbeit dazu. Also Wahrnehmung der sprachlichen Gestalt eines Textes und seiner musikalischen Qualitäten und durch dieses Nadelöhr der eigenen Sprache müssen dann quasi alle Bedeutungen, Assoziationen, Formen, Rhythmen, Klänge, kulturelle Kontexte in aller Nuanciertheit hindurch und ja, dieses Nadelöhr der Sprache, was ist bei dir so das leitende Sinnorgan, Lydia? Hast du ein Organ, das bei dir ganz besonders ausgeprägt ist? Ist das ein Auge, Ohr oder vielleicht Nase? Welche sinnlich erfassbaren Objekte sprechen deine Sinne als erstes an? Also sozusagen, was setzt deine Arbeit als Übersetzerin in Gang? Vielleicht Blumenstrauß? Für mich ist ganz wichtig die Stimme. Also, weil ich mir Übersetzungen eben durchaus und Texte, literarische Texte als Körper vorstelle, müssen sie eben Körper im Raum werden. Ich lese mir meine eigenen Übersetzungen in all ihren verschiedenen Arbeitsständen sehr viel vor. Ich lese aber auch sehr viel den Ausgangstext und versuche eben, ja, aus dieser Stimme, die da zu mir spricht, auch eine echte Stimme im Raum zu machen. Und Irina hatte vorhin, glaube ich, von Spuren gesprochen. Gerade eben dieses Räumliche ist für mich ganz wichtig. Also ich taste mich heran an den Ausgangstext und muss dafür auch mich bewegen, aufstehen, wandeln. Mal ist es in meinem Arbeitszimmer, mal ist das woanders. Genau, also so Stimme, Körperlichkeit, Räume, die ich betreten kann, die ich verlassen muss, das sind so die Bilder oder Organe im weitesten Sinne, die mich leiten. Gut, dann hören wir deinen Beitrag. Die Tage des Fingerhuts sind gezählt. Sobald Gustave über die Blütenblätter streift, selbst mit der Behutsamkeit, die ihm so eigen ist, werden sie knittrig oder fallen zu Boden. Seidenpapier, Zigarettenpapier. Auf dem Hof ihrer Kindheit nannte man die Blumen noch unserer lieben Frauen Handschuh. Er weiß nicht mehr, wann er angefangen hat, Fingerhut zu sagen. Der Boden vor dem Haus ist mit Blüten übersät, wie nach einem Sturm. Fegen müsste man. Doch zunächst braucht es eine Bestandsaufnahme. Es regnet. Nicht ein bisschen, nicht drei Tropfen, sondern in Strömen. Der Wind peitscht lange, nasse Schlieren gegen die Fenster des Busses. Mein Schirm klebt mir feucht am Knie. An der Place de la Riponne in Lausanne sind wir losgefahren, Bruno, Pellegrino und ich.
Erst haben wir die Metro genommen bis zum Stadtrand, dann sind wir in den Bus gestiegen. Der Himmel, die Luft, alles ist grau, fast dunkel und es regnet so sehr, dass ich kein einziges Foto mache. Als wir endlich aussteigen und davor stehen vor dem Haus von Gustav Roux. Gustav Roux war Fotograf, Übersetzer und Dichter. 1897 in Saint-Léger geboren, 1976 in Moudon gestorben und dazwischen hat er den Großteil seines Lebens gemeinsam mit seiner Schwester Madeleine im Haus der Familie verbracht, einem alten Gutshaus in einem kleinen Dorf im Schweizer Haut-Jura. Wir stehen nicht lange davor, es drängt uns gleich hinein, kein Wunder bei dem Wetter. Der Hausherr öffnet uns freundlich die Tür und macht uns einen Tee. Er hat das Haus von einer Frau übernommen, die es bezogen hatte, nachdem Gustav Roux gestorben war. Es ist natürlich nicht mehr alles so, wie Gustav es hinterlassen hat, aber vieles ist geblieben. Alte Möbel, knarzende Dielen, die Bücher, die Fotoalben, sein Arbeitszimmer, sein Schreibtisch, alte Fotoapparate in Vitrinen, ein zugestellter Dachboden, meine Fingerspur im Staub. Bruno und der Hausherr unterhalten sich auf der Türschwelle. Ich stehe am Fenster. In den Zimmern riecht es nach Wärme, aber auch nach vergilbtem Papier. Die pergamentenen Zwischenblätter in den alten Alben knistern. Gustavs Bilder, Wege, Landschaft, nackte Oberkörper, Männer bei der Feldarbeit und wieder Landschaft, Bäume, Wege, Blumen. Ordonné selon les exigences des variétés et les grains des terreaux, le jardin obéit à une architecture précise. Les légumes alternent avec le lys, la verveine et le pavot. Les plantes grimpantes font de l'ombre aux simples fragiles. Le parfum des soucis fait fuir la vermine. La verveine et le pavot. Ich bin in der Stadt groß geworden. Ich habe keinen Garten und keine Zimmerpflanze. Ich bin gern in der Natur. Ich liebe rauschende Bäume. Aber alles, was wächst und blüht, ist für mich eher ein großes Ganzes als ein Detail in einem Mosaik. Ich frage Bruno, ob in seinem Text mit Verveine die Verveine odorante gemeint ist, also die Zitronenverbene, oder die Verveine sauvage, das echte Eisenkraut. Ich schreibe ihm in einer Mail. Grundsätzliche Frage. In einem Fall wie diesem hier, wenn mehrere Pflanzen möglich sein könnten, wünschst du dir dann, dass ich das mit dir bespreche? Oder ist dir lieber, wenn ich in meiner Übersetzung die Entscheidung frei treffe, je nach Wahrscheinlichkeit, nach Klang und Rhythmus, nach literarischem Sog? Ich frage mich, ob die Pflanzennamen nicht eher als poetisches Material zu sehen sind, als sie mit enzyklopädischer Genauigkeit zu behandeln. Er antwortet mir Folgendes. Ausgezeichneter Punkt. In Wirklichkeit habe ich nicht die geringste Ahnung von Pflanzen oder Bäumen. All die Arten, die ich im Buch nenne, habe ich von Gustav Roux. Immer, wenn ich in seinen Tagebüchern oder Briefen gelesen habe und auf eine Blume gestoßen bin, habe ich mir ihren Namen notiert, das Datum und ihren Zustand, falls verzeichnet, Knospen, in Blüte, verwelkt und so weiter. Als ich dann später die Szene für meinen Roman entworfen habe, habe ich mir aus diesen Listen die Pflanzen herausgepickt, die mir gefielen. Aber insofern sind sie, ja, ganz klar Blumen aus Worten, Bilder aus Text, Klang. Ich vertraue dir voll und ganz, dass du die finden wirst, die auf Deutsch am besten erblühen. Entsprechend der Bedürfnisse der verschiedenen Arten und der Beschaffenheit des Bodens folgt der Garten einem strengen Aufbau. Gemüse wechselt sich mit Lilien, Eisenkraut und Klatschmohn ab, Kletterpflanzen spenden empfindlichen Heilkräutern Schatten, der Duft der Ringelblumen hält Ungeziefer fern.
Ich suche also im Internet nach Pflanzen, die ich entweder noch nie gesehen habe oder die mir noch nie aufgefallen sind. Ich flüstere mir ihre Namen vor, studiere Fotos und Beschreibungen. Ich gehe in den Park, ich schaue aus dem Fenster. Manche meiner Passagen schicke ich mit Fragen gespickt an einen Freund, der Gärtner ist. Er antwortet mir: Das wäre für mich nadelförmig, gelappt, lanzettlich. Es gibt eine ovale Blattform, man kann aber auch elliptisch dazu sagen. Botanisch gesehen sind das verschiedene Organe. Beides sind Speicherorgane, bei den Zwiebeln sind es aber Blattmetamorphosen, deswegen die Schichten, das sind quasi einzelne Blätter. Bei Knollen sind es Verdickungen der Sprossachse. Kann dir gerade nicht helfen, bin einkaufen. Melde mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber nicht nur ich kämpfe. Auch Gustave, der Dichter, ringt in Brunos Roman mit seinen Worten. S'il n'a pas écrit une seule ligne aujourd'hui, il n'y peut rien. C'est que la langue est mal faite. Wenn er heute keine einzige Zeile geschrieben hat, ist das nicht seine Schuld. Nein, das Problem ist die Sprache. Tout ce qu'il voulait, c'était placer dans son poème la pulmonaire officinale. Une merveille d'herbacées vivaces, plante de demi-ombre, croissant sur les sols frais, tige haute, anguleuse, soutenant beaucoup de feuilles vertes et poilues, et des minuscules fleurs violâtres. Émoilénie, expectorante, astringente et diurétique. Les tantes au printemps en faisaient des salades. Er wollte nichts weiter als das gefleckte Lungenkraut in sein Gedicht aufnehmen. Eine ausdauernde, krautige Pflanze, die im Halbschatten auf frischem Boden wächst, mit langem, kantigem Stängel, etlichen behaarten grünen Blättern und winzigen, violetten Blüten. Ein kleines Wunder, reizlindernd, schleimlösend, adstringierend und harntreibend. Im Frühling machten die Tanten daraus Salat. Mais ce mot de pulmonaire, même rehaussé par l'autorité de l'officine, ce mot est impossible. Und hier stoße ich auf ein Problem. Wenn man in Wikipedia nach dem gefleckten Lungenkraut sucht, dann stößt man im entsprechenden Artikel auf das Unterkapitel Trivialnamen. Und da werden nicht zwei oder drei Alternativen angeboten, sondern 17. 17 verschiedene Namen fürs Lungenkraut. Ich lasse sie mir probehalber über die Zunge rollen. Im Match Französisch gegen Deutsch 1:17. Ich frage mich also, wie es Gustave ergangen wäre, wenn ihm all diese Möglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten. Ich treffe eine Entscheidung und mache die deutsche Vielzahl in meiner Übersetzung hörbar. Aber dieser Name Lungenkraut und auch die anderen Bockkraut, Lungenwurz, Brüderchen und Schwesterchen, Hirschkohl, Schlotterhose, keins dieser Wörter kommt in Frage. Es ist ein verlorener Tag und nicht der erste. Ähnliche Schwierigkeiten bereitete ihm vor kurzem die Sumpfdotterblume. Früher dachte ich, es gäbe nicht viel Langweiligeres als Pflanzenbestimmung. Aber wenn ich jetzt spazieren gehe, dann sehe ich die Bäume und die Blüten um mich herum mit anderen Augen. Ich achte auf Farben, auf die Form der Blätter, auf Stängel, Dornen, Halme. Die Pflanzen sprechen zu mir. Manchmal mit ihrem Namen, manchmal mit einem, den ich mir für sie ausdenke. Wenn ich in Brunos Roman oder in meiner Übersetzung blättere, dann höre ich wieder das Ticken der Standuhr in Gustavs Diele. Ich spüre den kalten Steinboden unter meinen Socken, während wir mit dem jetzigen Hausherrn in der Küche stehen.
versuche mich zu erinnern, welche Farbe die Tapete im Schlafzimmer hatte. Aber Gustavs und Madeleines Haus, das ist ja nicht nur das, was ich damals besucht habe. Das ist auch ein anderes, eins der Erinnerung, ein Haus aus Worten, aus Druckerschwärze und Papier. Das Haus leckt. Beim kleinsten Schauer dringt Wasser ein. Das alte, schwache Dach hält nicht mehr viel ab. Zu den bestehenden und größer werdenden Rissen kommen neue hinzu. Sie durchziehen unterschiedslos sämtliche Materialien, Ziegel, Holz, Glas. Das draußen lässt sich selbst herein und das Haus leckt. Jahrhundertealter Staub kämpft sich zurück ins Freie. Gerüche entweichen. Niemand ist mehr hier. Die Schwalben sind nicht zurückgekehrt. Das Becken des Brunnens ist mit dickem, grünem Moos überzogen und von der Überdachung rieseln die Nester herunter. Die anderen Vögel haben das Gelände penibel unter sich aufgeteilt. Amseln in der Kirsche, Eichelhäher im Nussbaum, Spatzen und Buchfinken in der Platane, ein Rabe im Holunder, eine Eule im Mammutbaum, wenn es sich nicht doch um eine Kastanie handelt. Und überall am ganzen Haus im Gebälk, hinter den Fensterläden, ein Bussard mit Feldmaus, Nachtschwalben, Schneekönige und schließlich, warum nicht, wenn wir schon dabei sind, schwebende Heilige, Engel und Flugsaurier. Das Haus fault, aber mit ganzem Körper hält es stand. Nichts ragt über diesen gedrungenen, hieratischen Block hinaus, mit seinem hohen Haupt und dem Leib, der sich über die Sonne und den Nebel der Landschaft erhebt, der Hitze und Wind Tag und Nacht trotzt. Ein Haus wie eine Faust, nur ohne Zorn, ohne Drohung. Eine Faust, die besonnen und entschieden auf dem Tisch ruht. Ich habe gesprochen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Lydia. Da können wir wirklich hier alle froh sein, dass das CHB nicht leckt. Und ja, wenn man verschiedene Sprachen spricht, merkt man ganz, oder beim Übersetzen erst recht, dann merkt man ganz schnell, dass jede Sprache so anders die Bewegung von Körpern im Raum beschreibt und dann oft auch unterschiedliche Körperteile kommen da in Frage. Und das betrifft vielleicht auch unsere seelische Bewegung. Ich wollte dich, Andreas, fragen, welche Betriebstemperatur beim Übersetzen brauchst, sozusagen. Muss es dann ganz heiß sein, also solange du ergriffen noch bist von dem Text, oder kühlst du dann sozusagen ab und dann tust du, was zu tun ist? Ich fand es vorhin sehr interessant, diesen Begriff der Temperatur beim Generieren von künstlich erzeugten Texten. Ich selber brauche eher eine kühle Literatur. Zu viel Hitze sind schädlich für mein Arbeitstempo. An heißen Tagen habe ich tatsächlich ein Becken mit kaltem Wasser unter dem Schreibtisch und stelle die Füße rein. Mit ganz kalten Füßen wiederum übersetzt es sich auch nicht gut. Also es ist wie immer das Wohltemperierte in der Mitte. Sehr schön. Corpus Translationis. Also, beim Übersetzen sitzen wir die meiste Zeit als Fleischklöpse vor Computern. Was sich bewegt, sind die Augen und die Finger. Der restliche Körper ruht oder verspannt sich. Aktiv arbeiten, von außen nicht zu sehen, vor allem das geistige Auge und das innere Ohr. Wie du schon gesagt hast, Körper werden in verschiedenen Sprachen in verschiedene Körperteile eingeteilt. Körperteile werden
unterschiedlich beachtet und sie erlangen unterschiedliche Bedeutungen. Und um das zu veranschaulichen, spielen wir ein bisschen Körperteile-Rundlauf. Aber alles bleibt dran, keine Angst. Also, wir kriegen einen Lichtfokus hier hin und ein Beispiel. Oh, so, genau, ich hoffe, ihr könnt alle noch sehen, sonst haben wir die Lampen. Ein Beispiel für unterschiedliche Körperteile. Im Deutschen beispielsweise sagt man, ich drücke dir die Daumen. To cross one's fingers. Die Finger kreuzen. Croiser les doigts. Die Finger kreuzen. Sich nach etwas die Finger lecken. S'empourlécher les babines. Sich die Lefzen lecken. To be panting for something, muss ich das jetzt sagen? Du darfst. To be panting for something, nach etwas hecheln. Jemandem Honig ums Maul schmieren. To butter somebody up, jemanden einbuttern. Cirer les pompes à quelqu'un, jemandem die Schuhe polieren. Kalte Füße bekommen. To get cold feet. Identisch. Se dégonfler, sich erst plustern, dann die Luft durch die Zähne lassen. Haare auf den Zähnen haben, also streitsüchtig, kampflustig sein, rechthaberisch auch. Être un dragon, ein Drache sein. To have a sharp tongue, eine scharfe Zunge haben. Das Herz auf der Zunge tragen. Zunge galt als der Sitz der Seele, Ruder des Schicksals. Avoir le cœur sur les lèvres, das Herz auf den Lippen haben. To wear one's heart on one's sleeve, das Herz am Ärmel tragen. Jemanden auf den Arm nehmen. To tease somebody, jemanden necken. Faire marcher quelqu'un, jemanden wortwörtlich laufen lassen. Auf dem Zahnfleisch gehen. Être sur les rotules, auf den Kniescheiben sein. To be on one's last leg, also eigentlich nur noch eins da. Auf seinem letzten Bein stehen. Sich die Beine in den Bauch stehen. Faire le poireau oder auch poireauté, wartend herumstehen wie ein Lauch. To kick one's heels, sich selbst gegen die Fersen treten. Die Beine in die Hand nehmen. To take to one's heels, die Fersen rannehmen. Prendre ses jambes à son cou, die Füße an den Hals nehmen. Und weder Hand noch Fuß haben. Not hold water, nicht wasserdicht sein. N'avoir ni queue ni tête. Ich zeig mal den Kopf. Weder Schwanz noch Kopf haben. Ein Herz und eine Seele sein. To be of one mind, eines Geistes sein. Être comme les doigts de la main, wie die Finger einer Hand sein. Und von der Hand würde ich dann wieder in dem Reigen zum Daumen springen, jemandem die Daumen drücken. Also ein kleiner Reigen durch die Körperteile. Bewegungsbeschreibungen sind in anderen Sprachen, also je nach Sprache sind sie mehr oder weniger kleinteilig. Es gibt da Hörgewohnheiten. Im Deutschen lassen sich beispielsweise Beschreibungen aus dem Englischen oft verlustlos verschlanken. He waved his hand.
Er winkte. He pointed with his finger. Er zeigte. Er rannte mehrmals zum Haus. Und im Englischen müsste man dazu sagen, und wieder zurück. Ja, im Deutschen wissen wir das. In Vincent Messages Roman Cora dans la Spirale, ein Moment der Unachtsamkeit auf Deutsch, gibt es im französischsprachigen Roman einen deutschsprachigen Satz, den die Erzählstimme zurückübersetzt. Cora, die Hauptfigur, lebt als junge Frau in Berlin, der Nachwendezeit, und hat dort einen Freund, Jonas. Und Jonas antwortet auf die Frage, was er gerade mache, nach kurzem Nachdenken: Ich sitze am Kanal und trinke Bier. Das musste ich für die deutschsprachige Übersetzung also zurück übersetzen. Ich sitze am Kanal und trinke Bier. Ein kurzer Satz, der alles sagt. Cora spürt, dass die wortwörtliche Übersetzung ins Französische, die ihr durch den Kopf geht, es nicht ganz trifft. Aber wenn sie versucht, es idiomatischer zu übersetzen, geht etwas verloren. Er hat nicht gesagt, ich kippe ein paar Biere. Je bois des coups. Was aggressiv und nervös klingt und auch nicht, ich trinke ein Bier. Je bois une bière. Was nicht die richtige Dauer wiedergibt. Jonas zufriedener Satz scheint keine zeitliche Grenze zu haben. Das Bier fließt so dahin, wird vom Kanal zum Fluss, vom Fluss zum Meer. Gleich zu Beginn des Romans sind auch Entscheidungen bei den Bewegungsverben zu treffen. Da heißt es in der Übersetzungsprobe vom 10. Januar 2020. Unsere Spezies bummelte schon seit 200 oder 300 Millionen über den Erdball, als Cora Salm eines Morgens um 7:30 die blau-weiß gekachelten Gänge der Pariser Metro mit ganz neuem Blick sah. Blick steht da, weil im Original steht «C'est mis à voir d'un œil neuf», also mit neuem Auge. Und dieses Auge wird Blick, weil oft beim Übersetzen vom Französischen ins Deutsche und umgekehrt Blick und Auge die Plätze tauschen. Ich bin die Zwischenfassung vom 5. Juni 2020 und bei mir war das erste Verb ein anderes. Hört mal. Unsere Spezies spazierte schon seit 200 oder 300 Millionen Jahren über den Erdball, als Cora Salm eines Morgens um 7:30 die blau-weiß gekachelten Gänge der Pariser Metro mit einem ganz neuen Blick sah. Ihr seid ja Hohlköpfe. Ich bin die Überarbeitung vom 22. September 2020 und bisher habt ihr nicht viel mitgedacht, oder? Seit 200 oder 300.000 Jahren spazierte unsere Spezies schon über den Erdball, als Cora Salm eines Morgens um 7:30 die blau-weiß gekachelten Gänge der Pariser Metro erblickte, wie zum allerersten Mal. Da ist endlich eine realistische Zeit eingesetzt, ihr mit euren Millionen Jahren. Ich bin das Original. Ja, bei mir steht nur 200 oder 300 Millionen. Euer Übersetzer war wohl betrunken, oder was? Müde und gestresst wie meine Hauptfigur. Musste alles mal wieder ganz schön schnell gehen, ne? Ich will aber ordentlich übersetzt werden, klar. Das fängt schon mit dem ersten Verb an. Bagnode ist ein ganz besonderes, nicht so ein Allerweltsverb wie spazieren. Ich hab's ja versucht, aber bummeln, wie in der Probe, oder schlendern, sind einfach viel geläufiger als bagnode. Den großen Stil willen habe ich dann eben versucht, über die Alliteration von Spezies und Spazieren einzufangen. Ich bin das Lektorat vom 30. Juli 2021 und habe gnädig über das plumpe Alliterieren hinweggesehen. Aber bei der fehlenden Bildlichkeit, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Wo ist dann das œil neuf, das neue Auge, aus dem Original verschwunden? Er blickte wie zum allerersten Mal, ist ja überhaupt nicht mehr bildlich. Ich habe daraus gemacht, seit 200 oder 300 Jahren spazierte unsere Spezies schon über den Erdball, als Cora Salm eines Morgens um 7:30 die blau-weiß gekachelten Gänge der Pariser Metro auf einmal mit völlig neuen Augen sah. Liebes Lektorat, ich bin die Durchsicht des ersten Umbruchs vom 31. Januar 2022 und ich habe das Ende des ersten Satzes wieder etwas entrümpelt.
Wer mit völlig neuen Augen etwas sieht, braucht keinen auf einmal. Das steckt da längst drin. In meiner lieben Kollegin, der gedruckten Fassung, steht also: Seit 200.000 oder 300.000 Jahren spazierte unsere Spezies schon über den Erdball, als Cora Salm eines Morgens um 7:30 die blau-weiß gekachelten Gänge der Pariser Metro mit völlig neuen Augen sah. Soweit. Also ein Gespräch zwischen den Fassungen. Das kann man. Aber es ging ja um noch ein anderes Thema, nämlich Empfindung und Sinnlichkeit. Was war denn für dich die sinnlichste Stelle im Buch? Ich fand den Text an vielen Stellen berührend. Er hat mich mit der Protagonistin mitleiden lassen, mit Cora, wie sie ins Taumeln gerät. Cora, die über 400 Seiten auf ihre persönliche Katastrophe hinzusteuert. Ich wurde mitgerissen in diesen Mahlström in Coras Katastrophe. Die Versicherungsgesellschaft, für die sie arbeitet, wird von einem Konzern übernommen und die Arbeitsatmosphäre verändert sich grundlegend. Die Angestellten bekommen Druck von oben. Unerträglich Druck. Der Roman zeichnet nach, wie Cora sich von ihrem Beruf zermürben lässt. Wie der Druck sie kopflos macht und so derangiert, dass es zur Katastrophe kommen kann. Doch vor der Katastrophe gibt es ein retardierendes Moment. Cora bricht aus. Ohne es geplant zu haben, verpasst sie auf der Fahrt zur Arbeit die richtige Ausfahrt. Und da kommt im Text Musik ins Spiel. Ganz konkret Zefira Torna, ein Lied, eine Madrigale über den Frühlingswind, der neues Leben bringt, komponiert von Monteverdi. Gespielt vom Ensemble Agrippitata und gesungen von der Sopranistin Nuria Rial und dem Countertenor Philipp Jaruski. Diese Musik habe ich, wie sie im Buch auch erwähnt wird, beim Übersetzen gehört und die Befreiung wurde spürbar. Können wir uns zu viel entscheiden? Wenn Diktatoren voller Unverfrorenheit behaupten können, nicht zu wissen, welche Grausamkeiten unter ihrer Herrschaft begangen wurden, und so alle Verantwortung auf ihre Untergebenen abwälzen, die angeblich aus eigenem Antrieb gehandelt haben, dann nur, weil bei Gesprächen keine Zeugen zugegen waren und nichts mehr schriftlich festgehalten wurde. Während Cora über die Autobahn rollt und in den Tunnel unter der Défense einfährt, murmelt sie: Die Chefs achten bei uns verdammt genau darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Und obwohl es wenig auf Erden gibt, das sie so hasst wie Autobahntunnel, ist sie über den Schutz vor dem heftigen Hagel erleichtert. Sie sagen, schauen Sie bitte bei mir vorbei, statt eine E-Mail zu schreiben, weil Sie keine Spuren hinterlassen möchten, denkt sie immer wieder. Doch da ruft die unmittelbare Welt sich bei Cora in Erinnerung, als ihr bewusst wird, dass sie gerade ihre Ausfahrt verpasst. Obwohl ihr Auto auf der linken Spur festsitzt, will sie vielleicht doch noch ausscheren. Sie schaut in den Rückspiegel, setzt den Blinker, bremst ab. Aber die anderen fangen an zu hupen, finden berechtigterweise, dass Cora gerade Bockmist baut und sehen keinen Grund, sie auf die rechte Spur zu lassen. Ja, weil sie Cora nicht kennen und von ihren Chefs auch nichts zu befürchten haben. Nicht schlimm, sagt Cora sich, nimmst du eben die nächste. Doch das ist nicht das, was sie tut. Ihr Körper gehorcht nicht mehr. Er hält das Lenkrad und fährt im Schein der Tunnellampen immer geradeaus, folgt stur den anderen Autos. Während in regelmäßigen Abständen grüne Schilder die Notausgänge anzeigen, auf denen ein Männchen davonrennt. Dann kommt das Tageslicht zurück. Der Wind hat die Wolkenmasse aufgebrochen, der Hagel hat sich verzogen, es regnet nicht mal mehr. Sie hat den Tunnel verlassen und fährt über die Autobahn direkt in Richtung Himmel. Jetzt, stellt Cora sich vor, kommt ihr direkter Vorgesetzter aus dem Fahrstuhl, schaut sich nach ihr um und findet sie nicht.
Im Rückspiegel sieht sie die Türme der Défense schon weit entfernt und die Sonnenschneisen wachsen. Auf der Gegenfahrbahn schieben sich die Autos dicht an dicht in die Stadt hinein. Auf ihrer Seite aber ist fast alles frei. Jetzt, stellt sie sich vor, meldet ihr Vorgesetzter sie als offiziell verspätet. Sie quert erneut die Seine, die meandernden Schleifen und kommt zur Mautstelle von Montesson. Sie zückt die Kreditkarte, obwohl sie weiß, dass alle Zahlungen Spuren hinterlassen. Als die Mautschranke sich hebt und Cora beschleunigt, sieht sie rechts von sich, hinter der Böschung, keine Gebäude mehr, sondern Bäume. Nun gibt es keine Möglichkeit mehr umzukehren. Ihr Handy vibriert in der Handtasche. Ihr Vorgesetzter. Sie redet sich gut zu, dranzugehen, irgendetwas zu erfinden, irgendeine Ausflucht. Doch das ist nicht das, was sie tut. Sie drückt den Anruf weg, schaltet das Handy aus und wirft es auf den Beifahrersitz. Über ihr wird gefragt, wohin es gehen soll. Nach Saint-Germain-en-Laye oder nach Rouen. Und sie wählt Rouen. Im zarten Grün des Frühlings haben blühende Bäume ihren Auftritt, ganz in Rosa, ganz in Weiß. Der Raps glänzt in einem Gelb, das sie schon immer übernatürlich und unheilvoll gefunden hat. Cora schiebt die in letzter Zeit oft gehörte CD in den Player. Die Musik und das Fahren sind Kräfte, die einander verstärken. Man könnte meinen, die Musik wird der Kraftstoff des Autos. Man könnte meinen, die Töne schallen aus dem Auto hinaus, zurück in eine Landschaft, die ihnen vertraut ist, die einst zu ihnen inspiriert hat, eine Gegend, durch die ihr Komponist gewandert war. Der Countertenor Philipp Jaruski und die Sopranistin Nuria Rial sind es. Mit ihren Stimmen verfolgen sie einander, verfolgen sich durch die Wipfel misteliger Bäume, setzen sich nebeneinander auf einen Kirchturm, umkreisen sich und fliegen weiter, fort zu den Hügeln, die Harfen ziehen mit und mit ihren Bogenstrichen durchlöchern die Celli die Wolken. Vorhang zu und lassen Sie das auf sich wirken. Ja, vielen Dank.